dann gleich wahrscheinlich die ersten Leaks rein. Aber bevor es soweit ist, schauen wir uns den offiziellen Season 3 Trailer an. Wahrscheinlich geht ja die Geschichte rund um Geno weiter, was jetzt so ein bisschen zu sehen ist und was auf der Insel passiert ist und jetzt die Überreste, das Aftermath, ne, von der ganzen Live-Event. Und dann gibt es auch noch den Battle Pass Trailer mit den ganzen Skins. Bin mal gespannt, was drin ist. So ein Darth Vader Skin wäre schon ganz schön cool im Battle Pass, muss man schon sagen. Schauen wir mal, was reinkommt. Und in diesem Sinne, guten Tag. Oh. Alright, es geht los. Oh, die Bohrer unter Wasser. Und das Zero Point unter Wasser. Ui. Ist das bei Loot Lake? Oh mein Gott, Freizeitpark. Da sind die neuen Skins. Stormtrooper ist nicht groß genug. Darth Vader. Die neuen Baller. Diesmal mit einem Schienensystem. Da sind die neuen Baller 2.0, Leute. In einer Art Rollercoaster. Quer durch die Map. Okay, Festival Edition. Passt zu Sommer. Ey, da ist die Imaginierte, die chillt. Ah ja. Und da ist der Realitätenbaum. Da ist war. Oh. Gute Vibes ist das Thema der Season, Leute. Passend zu einer Sommerseason. Wer war das denn gerade zum Schluss? Wait a minute. Wer war das gerade, der die Kugel gehalten hat? Erzähl mal. Erzähl mal. Das war Indiana Jones. Ja, das analysieren wir gleich nochmal in Detail. Wir schauen uns gleich nochmal alles Ganze an. Ne. Da ist der Realitätenbaum. Die Frage ist nur, wo ist er? Ist das bei dem Loch da, wo der Collider war? Und das ist Geno. Junge, der sieht überhaupt nicht so aus, wie wir vorher gedacht haben, mit diesen schwarzen Haaren oder sowas, ne? Und auch hier, der Weltenbaum, Leute, blüht auf tatsächlich wie die, der Zero Point in Season 6 damals, wo auch dann beim Live-Event, ne, der aufgeblüht ist. Und der Zero Point hat hier anscheinend so irgendwie einen Baum produziert. Auch nicht schlecht. Das war der Teaser von Table Hill Richtung Baum, ne? Soweit, so gut. Wenn wir uns das Ding jetzt mal ein bisschen genauer analysieren, wir schauen uns gleich noch den Battle Pass Trailer an. Ne, wenn wir uns den genauer analysieren, anscheinend hat die ganze Map jetzt so eine Art Schienensystem bekommen. So ähnlich wie die Windtunnel damals in Season 9. Und da kann man anscheinend mit einem Baller, mit einem neuen Baller herumflitzen, ne? Ansonsten haben wir hier Boote, ist immer noch da. Wir haben hier Inseln, aber das ist jetzt alles nur im Trailer zu sehen. Chillig. Party-Season. Ja, es ist eine Party-Season. Perfekt für den Sommer. Da sind zwei der neuen Skins für den Battle Pass, ne? Diamond Boy ist neu. Stormtrooper ist mit dabei. Da ist Darth Vader. Erstmal soweit entspannt. Und hier haben wir eine Menge Charaktere, Alter. Bei 1000 Skins haben, können die echt so viele Charaktere reinpacken. Hier links haben wir die Imaginierte. Interessant. Da ist Ursprung. Indiana Jones hat sich ganz sneaky reingeschlichen. Besucher. Paradigma in ihrer alten Variante. Da. Direkt unter der Facecam, Leute. Paradigma in der alten Variante. Und Fundament direkt hinter mir, beziehungsweise unter mir, ist auch mit am Start. Und Lars. Da ist Lars. Ich habe Lars gesehen. Da ist Lars. Alright. Spannend. Wir gehen rüber zu dem Battle Pass Trailer. Mal schauen, was der so sagt. Leute, natürlich auch gerne hier an dieser Stelle Like-Button auf mein Video reinhauen, Abo-Button und Glocke natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, und lasst uns die 820.000 knacken, nur noch 500 Abonnenten. Es wäre sweet. Natürlich, logischerweise auch gerne eure Meinung mal reinschreiben in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Gute Vibes. Aha. Da, wir können Tiere reiten. Da ist es, Leute. Wir können endlich mal die Tiere reiten. Da ist die neue, das neue Gameplay-Feature. Ansonsten haben wir hier natürlich diesen Switch-Skin, den wir lange so bezeichnet haben, ne? Hier haben wir diesen zusammenbaubaren Skin, den wird man zusammenstellen können, ne? So seine Körperteile. Männlicher, was weiß ich, Samurai.
Hier ist ein Samurai-Skin. Die Tante kenne ich auch aus den Spielen, aus den Konzepten. Oha! Oha, oha, oha. Wir kriegen magische Pilze. Da sind die Pilze. Da kommen jetzt endlich die Pilze in das Spiel rein. Und zwar mit einem krassen Pilzbiom, wo wir lila Bäume haben. Alles ein bisschen pilzhafter. Pilzbiom ist am Start. Über die man auch springen kann. Also Mobility über dem Highground, über die Pilze ist am Start. Oha, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Eine Kettensäge. Da ist der Junkrift. Da ist der Junkrift, ist wieder drinne. Baller oben rechts und der Blütenbaum bzw. Realitätenbaum. Da ist das Schienensystem, ähnlich wie in Season 9. Krasse Änderung wieder. Krasse Änderung wieder am Start. Indiana Jones, ja. Oh mein Gott. Die haben Spider-Man ersetzt mit einem eigenen Grappler. Oder? Safe. Und da, oh, der sieht schön aus. Bin mega hyped, jetzt einschalten. Da ist das zusammenbaubare Skin, den man zusammenbauen kann. Gute Vibes. Ah. Aber kein... keine Spitzhacke. Nur spielbar, oder? Man kann Lichtschwert schmeißen. Man kann Lichtschwert schmeißen. What the fuck? What? Sehr interessant, sehr viele neue Sachen. Guck mal, hier ein Flugzeug ist irgendwo, ne? Alright. Alleine hier, wenn man hier über die Map rollt, Windtunnel wieder komplett über die Map verteilt. Wir haben ein Schienensystem, wir haben viele neue Waffen. Sieht man hier zum Beispiel, wo die Kettensäge ist, ne? Das ist so eines der Sachen. Da, warum leuchtet die hier so? Ach, das ist der Grappler. Das ist der Grappler. Junkrift, Grappler ist da. Da ist, glaube ich, eine neue Waffe, wenn ich mich nicht täusche. Gibt bestimmt noch eine Menge weitere Details. Was haben wir hier noch? Party-Location. Irgendwo wird es eine Disco-Party-Location geben. Wahrscheinlich bei Command Cavern. Das sehe ich doch jetzt schon. Das ist bei Command Cavern dieser riesen Boder gewesen. Mega. Die haben einfach eine Disco daraus gebastelt. Meine Stimme, Alter. Wir sind 21 Stunden durchgehend live. Absolut insaner Support. 15.000 Zuschauer. 18.000 Zuschauer während dem Live-Event. Kurs geht raus für den absolut krassen Support, Leute. Dankeschön für die krassen Zahlen. Mega geile Feier hier. Seht ihr die? Ich habe gerne gefragt. Naja, und diesen Skin wird man so ein bisschen zusammenbauen können. Also, sehr solide Season, so wie es aussieht. Ne, die Pilzbiome, muss ich mir mal gucken, wo die sind. Und Dark Tiger, dankeschön für deine 1000 Bits. Also YouTube, schreibt runter in die Kommentare, ich will wissen, was ihr dazu sagt. Natürlich gerne auf der rechten Seite jetzt noch das Live-Event nachträglich nachgucken. Würde mich mega freuen. Abo-Button und Glocke und gebt mir Flosse. Flop!